So, im letzten Video haben wir ja sehr ausführlich über das Thema Arthrose gesprochen, wie die entsteht, was man dagegen tun kann. Und in dem Video jetzt möchte ich ganz konkret erklären, was man beim Thema Kniearthrose machen kann und welche Übungen da besonders gut geeignet sind. Wenn wir das Knie gesünder machen wollen, auch wenn schon eine Arthrose da ist oder um die erst gar nicht zu bekommen, müssen wir die Muskelschlingen um das Gelenk freikriegen. Also wir haben einmal auf der Vorderseite den Quadrizeps, der über das Knie rübergeht und als Beinstrecker fungiert. Und wir haben auf der Rückseite die Wadenmuskulatur, die auch über das Knie hinweggeht und die ischiokorale Muskulatur hier unten. Diese Muskeln bilden Schlingen ums Gelenk und die müssen möglichst frei und beweglich sein, dass so ein Gelenk gesund funktionieren kann. Ich zeige euch das gerade mal. Wenn ihr euch also hinkniet, sollte es funktionieren, dass ihr mit dem Hintern zwischen die Fersen sitzt, also volle Kniebeugung. Für uns Erwachsene meistens sehr schwer, für Kinder das Normalste der Welt, die spielen da stundenlang in der Position. Und wenn wir vom Beinstreckung sprechen, wenn wir uns hier hinsetzen und die Knie durchstrecken, dann sollten die Fersen vom Boden abheben. Das heißt, wir drücken die Kniekehle runter, Ferse kommt hoch, das ist eine gesunde Kniebeweglichkeit. Wenn ich davon weg bin, funktioniert mein Knie nicht mehr wirklich und das gilt es wieder zumindest so weit wie möglich wieder zu erarbeiten, damit das Gelenk sich optimal wieder gesund anfühlen kann und gut funktionieren kann. So, den Faszienstimulator können wir optimal nutzen, um die Hip-Übung und den Kniestand vorzubereiten. Und zwar geht es darum, hier die ganze Oberschenkelmuskulatur von außen bis auf die Vorderseite vorzubereiten, weich zu machen. Alternativ zum Faszienstimulator hier, wenn ihr den nicht zur Verfügung habt, könnt ihr super mit einer Blackwall arbeiten. Okay, wir haben die Oberschenkel schön vorbereitet mit der Blackwall oder mit dem Faszienstimulator. Jetzt geht es darum, der Muskulatur langfristig wieder Länge beizubringen, um das Knie zu entlasten. Hüfte vor, schön nach hinten, Spann im Boden drücken für die Aktivität. Die Muskulatur muss arbeiten und jetzt bekomme ich Länge in die Oberschenkelmuskulatur rein, was dann langfristig das Kniegelenk entlastet, wenn ich eben hier wieder mehr Länge reintrainiere. Also eine ganz fundamentale Übung fürs Knie, Hip. Wenn ihr mit dem Hip gut klarkommt, die Beweglichkeit da besser wird, dann solltet ihr unbedingt den Kniestand in euer Training mit einbauen, weil da einfach mehr Kniebeugung möglich ist. Das heißt, wir kriegen noch mehr Länge in Oberschenkel rein, noch mehr Funktion ins Kniegelenk. Ausführung ist relativ einfach. Hinknien, Hüfte nach vorne schieben, Oberkörper weit zurück, Kinn bleibt auf der Brust. Wichtig ist, es kommt nicht darauf an, wie weit man runterkommt, sondern die Hüfte muss gestreckt bleiben. Also nur so weit gehen, soweit ihr auch die Hüfte gestreckt halten könnt. Und so bekommt ihr jetzt maximale Länge in die Oberschenkelmuskulatur rein. So, wir haben die Waden schön weich gemacht mit Blackwall und Faszienstimulator und hier auf dem Ischio können wir sie jetzt langfristig lang bekommen. Und die Wadenmuskulatur, dadurch, dass sie auch übers Knie geht, super, super wichtig für den Stein, also für die Kniefunktionalität hier. Einmal Fersen tief, Knie richtig durchstrecken ist ganz entscheidend und dann hier vorne in der Kette nach unten arbeiten, um jetzt hier über die ganze Muskelkette Länge reinzubekommen und dadurch jetzt auch eine bessere Kniefunktion zu kriegen. Die speziellen Pfeifübungen, die ich euch jetzt gezeigt habe zum Thema Knie, sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was man machen kann. Deshalb geht auf eure Trainer zu im Studio, lasst euch die Sachen zeigen. Soll einfach eine kleine Anregung sein, was man machen könnte. Und bis bald, ihr Lieben.